Dich anzusehen willst du mir wehren,
Soll niemand mehr uns hören. Catino, Catino! Hörst du, der Vater ruft? Lassen wir ihn ein wenig warten. Also, um auf unsere Liebe zu kommen. Catino! So geht doch. Der Vater wird sich nach Fidelio erkundigen wollen. Fidelio, ei, freilich. Da kann man nicht schnell genug sein, um diesen Fidelio zu öffnen. Catino, hörst du nicht? Ich komme schon! Bleib hier. In 2 Minuten sind wir wieder beisammen. Der arme Giacchino dauert mich beinahe. Kann ich es aber ändern? Er wird ihn sonst recht gut. Da kam Fidelio in unser Haus. Und seit der Zeit ist alles in mir und um mich verändert.
Zurückgekommen? Nein, Vater. Die Stunde naht, wo der Gouverneur die Briefschaften bringen muss, die Fidelio abholen sollte. Ich erwarte ihn mit Ungeduld. Er wird gewiss so lange bei dem Schmied haben warten müssen. Ja. Da ist er ja. Da ist er. Wie er belastet ist. Es war nach dem Irrweg, so schnell aufzumachen, um den Patron da hereinzulassen. Armer Fidelio, diesmal hast du zu viel dir aufgeladen. Ich muss gestehen, ich bin ein wenig ermüdet. Der Schmied hat die Hand in Ketten so lange auszubessern, dass ich glaubte, er würde nicht damit fertig werden. Sind Sie jetzt gut gemacht? Gewiss. Recht gut und stark. Keiner der Gefangenen wird sie zerbrechen. Und wie viel kostet das alles zusammen? 12 Piaster. Hier ist die genaue Rechnung. Gut, brav. Alle Wetter, da gibt es Artikel, auf die wir wenigstens das Doppelte gewinnen können. Du bist ein kluger Junge. Ich kann gar nicht begreifen, wie du deine Rechnung machst. Du kaufst alles wohlfeiler als ich. Der Schelm gibt sich alle Mühe, offenbar meiner Marzelline wegen. Ich suche zu tun, was mir möglich ist. Ja, ja, du bist brav. Man kann nicht eifriger, nicht verständiger sein. Ich habe lieber auch mit jedem Tage lieber und sei versichert, dein Lohn soll nicht ausbleiben. Du glaubst nicht, dass ich meine Schuld stelle, nur des Lohnes willen. Still! Meinst du, ich könne dir nicht ins Herz sehen?
wo du auf die Welt gekommen bist, so weiß ich doch, was ich tue. Ich mache dich zu meinem Tochtermann. Wirst du es bald tun, liebe Vater? Ei, wie eilfertig. Sobald der Gouverneur nach Sevilla gereist ist, dann haben wir mehr Zeit. Den Tag nach seiner Abreise gebe ich euch zusammen. Das machst du recht vernünftig, lieber Vater. Welche neue Verlegenheit. Nun, meine Kinder, ihr habt mich doch auch recht herzlich lieb, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles, was zu einer guten, vergnügten Haushaltung gehört. Man braucht auch... Hat man nicht auch Gold bei Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig lebt sich vor das Leben, mancher Kummer stellt sich ein, mancher Kummer stellt sich ein. Doch wenn's in den Taschen frei klingelt und rollt, da hält man das Schicksal gefangen und macht. Liebe, verschafft dir das Gold und stille das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stille das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Weg fürs Gold, es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes Gold, das Gold, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wer bald die Schnurre Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein, wird nach Tische hungrig sein. Drum lächle der Zufall euch gnädig und erholt und segne und lenkt euer Streben, das Liebchen im Arme, das Liebchen im Arme, im Wolken das Gold, so mögt ihr viele Jahre durch leben. So mögt ihr viele Jahre durchleben. Das Glück dient wie ein Knecht fürs Gold. Es ist ein mächtig, mächtig Ding. Das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold. Ein mächtig, mächtig Ding. Das Gold, das Gold. Ich behaupte, dass die Vereinigung zweier gleichgestimmter Herzen die Quelle des wahren ehelichen Glückes ist. Oh, dieses Glück muss der größte Schatz auf Erden sein. Freilich gibt es noch etwas, was mir nicht minder kostbar wäre. Aber mit Kummer sehe ich, dass ich es trotz all meiner Bemühungen nicht erhalten werde. Ja, was wäre denn das? Euer Vertrauen. Verzeiht mir diesen kleinen Vorwurf. Aber oft sehe ich euch aus den unterirdischen Gewölben dieses Schlosses ganz ermattet und außer Atem zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten? Es wäre mir so lieb, wenn ich euch bei eurer Arbeit helfen, eure Beschwerden teilen könnte. Du weißt doch, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden, wer es auch sein möge, für den Staatsgefangenen zu lassen. Es sind ihr aber gar zu viel in diese Festung. Du arbeitest dich noch zu Tode, lieber Vater. Sie hat recht, Meister Rocco. Es ist doch erlaubt, zuweilen daran zu denken, für sich, für die, die uns lieben, sich ein bisschen zu schonen. Ja, ja, ihr habt recht. Diese schwere Arbeit würde mir doch endlich zu viel werden. Der Gouverneur ist zwar sehr streng, aber er muss mir doch erlauben, dich in die geheimen Kerker mitzunehmen. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen, obschon ich mich ganz auf dich verlassen kann. Vermutlich, wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast. Du hast es erraten, Marceline. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist.
Es ist schon über 2 Jahre. Ja, er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Das kommt ungefähr auf 1 heraus. So hat man denn nie erfahren können, woher er ist und wer heißt? Oh, wie oft wollte er von alledem mit mir reden. Nun? Für uns war es schon am besten, so wenig Geheimnis als möglich zu wissen. Darum habe ich ihn auch nie angehört. Ich hätte mich verplappern können und ihm hätte ich doch nicht genützt. Nun, er wird mich nicht mehr lange quälen. Es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Großer Gott, lieber Himmel, wie hat er denn eine so schwere Strafe verdient? Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion kleiner machen. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nicht mehr als 2 Unzen schwarzes Brot und eine halbe Maß Wasser. Kein Licht, kein Stroh, nichts, nichts. Oh, lieber Vater, führe Fidelium ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft. Mut, dann wird es auch gelingen. Das Herz wird hart durch Gegenwart, weil für dich kann ich entgegen. Ich habe Mut, mit guten Mut, mit guten Mut, ich schiebe mich wagen. Für Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da?
es gut, geschwind, geschwind, wird euer Sehen. Ihr seid so gut, ihr seid so gut, ihr seid so gut, ihr seid so gut. Gebt euch die Hand und schließt das Band. Sechs Mann Tag und Nacht auf die Zugbrücke, ebenso viele gegen den Garten zu.
Jeder Mann, der sich dem Graben der Festung nähert, werde mir sofort vorgeführt. Etwas Neues? Nein, Herr. Wo sind die Depeschen? Hier. Immer Empfehlungen oder Vorwürfe. Wenn ich auf all das achten wollte, würde ich nie damit zu Ende kommen. Was ist das? Ein Stück? Ich kenne diese Schrift. Was Sie? Ich gebe Ihnen Nachricht, dass die Ministerin Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab. Um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen, seien Sie auf Ihrer Hut und suchen Sie sich sicherzustellen. Gott, wenn er entdeckte, dass ich diesen Florestan in Ketten liegen habe, den er längst tot glaubt, ihn, der so oft meine Rache reizte. Doch es gibt ein Mittel. Eine kühne Tat kann alle Besorgnisse zerstreuen. Sehen Sie mit der größten Achtsamkeit auf die Straße von Sevilla. Sobald Sie einen Wagen von Reitern begleitet ansehen, lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Verstehen Sie?
augenblicklich. Ich erwarte die größte Pünktlichkeit. Sie haften mir mit ihrem Kopf dafür. Halt! Auf eurem Herzen! Zu gewinnen suchen. Ohne ihn kann ich es nicht ausführen. Komm näher. Jetzt, Alter, Alter, jetzt hat es Heile. Dir wird ein Glück zum Teile. Du bist ein reicher Mann. Oh,
keine Silber. Ich will nicht mehr von deinen anderen Liebesäugchen hören. Dabei bleibt es. Wer das gesagt hätte, als ich mir vornahm, mich recht ordentlich in dich zu verlieben, da war ich der gute, liebe Giacchino. Aber sag diese Fidelio, diese Lump in Haus... Ich leugne dich wie bei dir sonst recht gut. Aber sieh, ich bin offen, Schätze. Das war keine Liebe. Fidelio zieht mich weit mehr an. Zwischen ihm und mir fühle ich eine weit größere Übereinstimmung. Eine Übereinstimmung? Mit einem solchen hergelaufenen Jungen, den der Vater aus bloßem Mitleid am Torwart aufgelesen hat? Der arm und verlassen ist und der ich doch heilte. Das ist ja nicht in meinem Gegenwart geschieht. Ich möchte euch einen gewaltigen Streit spielen. Ja, was habt ihr beide wieder zu zanken? Ach, er verfolgt mich immer. Ja, warum denn? Er will, dass ich ihn lieb, dass ich ihn heiraten soll. Wenn sie mich nicht liebt, so soll sie mich wenigstens heiraten. Nein, Shakir, von deiner Heirat kann jetzt keine Rede sein. Mich beschäftigen andere, klügere Absichten. Verstehe, Pater. Für den Meister Rocco, wir versprachen so oft die armen Gefangenen, die über der Erde wohnen, in unseren Festungsgarten zu lassen. Heute ist das Wetter so schön und der Gouverneur kommt um diese Zeit sicher nicht hierher. Oh, ja, ich bitte mit ihm. Kinder ohne Erlaubnis des Gouverneurs. Aber ich sprach so lange mit dir. Vielleicht sollst du ihm einen Gefallen tun und dann wird er es so genau nicht nehmen. Einen Gefallen? Ja, du hast recht. Auf die Gefahren kann ich es wagen wollen, denn Giacchino, Fidelio, öffne die leichten Gefängnisse. Ich gehe zu Pizarro und halte ihn zurück, indem ich für dein Bestes rede.
recht leise. Haltet euch zurück. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Und sollst du's glauben, was er zur Antwort mir gab? Die Heirat und dass du mir hilfst, mir erlauben, doch heute führ ich in den Kerker dich hinab. Yeah.
zu Werke schreiten. Du musst mir helfen, mich begleiten. Haut, Haut, ist es Kerngemeins das Brot. Ich folge dir. Reiten wir die Probe gleich. Ich tu es, glaube mir, nicht gerne. Auch dir ist schaurig, wie ich durch. Ich bin es nur noch nicht gewohnt. Ich bin es nur noch nicht gewohnt. Ich hätte gerne dir verschont, doch wird es mir allein zu schwer, denn da so streng ist unser Herr, so streng. Amen. Es ist heute.
gefangen wieder ein, willst du nie mehr verriegen sein, nie mehr verriegen sein.
sonst sei selber ruft. Und ich bin mein Graben wieder hellet, bis sie wie ein Engel im rosigen Duft sich trösten zu Scheitern, zu Scheitern bestellt. Heilige Leonore, Leonore in den Garten sogleich geht, der führt bis zur Freiheit den König allein. Und die Kinder zum Zeusen geruft, ein Engel, ein Engel, sich trösten zur Seite. Ein Engel, Leonore, Leonore, der Garten soll dein Heer, Heer, mit mir zu Freiheit, ins himmlische Reich, zu Freiheit, ins himmlische Reich, Heer, Heer, mit mir zu Freiheit, ins himmlische Reich, zu Freiheit, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich, ins himmlische natürlich, es ist ja tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Da ist er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Ihr meint es? Nein, er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu erkennen. Gott, steh mir bei, wenn er es ist. Diesen Trümmern ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Gib mir die Haue und du stell dich hierher. Du zitterst? Fürchtest du dich? Nein, es ist nur so kalt hier. So mache fort. Im Arbeiten wird es schon warm werden. Gegraben. Es wird nicht lang, er kommt herein. Es wird nicht lang, es wird nicht lang, er kommt herein. Ihr seid ja nicht zu glauben, ihr seid.
hört nicht lang. Er kommt herein. Ja, er hat soeben den Kopf gehoben. Ohne Zweifel wird er wieder tausend Fragen an mich stellen. Ich muss allein mit ihm reden. Steige du statt meiner hinab und räume noch so viel hinweg, dass man die Zisterne leicht öffnen kann. Was in mir vorgeht, ist unaussprechlich. Nun, ihr habt wieder einige Augenblicke geruht. Geruht? Wie verlieh Ruhe? Diese Stimme! Wenn ich nur einen Augenblick das Gesicht sehen könnte. Werdet ihr immer bei meinen Klagen taub sein, grausamer Mann? Gott! Er ist's! Was verlangt ihr denn von mir? Ich vollziehe die Befehle, die man mir gibt. Das ist mein Amt, meine Pflicht. Sag mir endlich einmal, wer ist der Gouverneur dieses Gefängnisses? Der Gouverneur dieses Gefängnisses ist Don Pizarro. Pizarro! Herr ist es, dessen Verbrechen ich zu entdecken wandle. Barbar, deine Grausamkeit gibt mir meine Kräfte wieder. Oh, schick so bald wie möglich nach Sevilla. Frag nach Leonore Florestan. Gott
Gott, er ahnt nicht. Sagt ihr, dass ich hier in Fetten liege? Es ist unmöglich, sage ich euch. Ich würde mich in Verderben stürzen, ohne euch für nichts zu haben. Ja, doch, so lasst mich nicht langsam verschmachten. So gebt mir nur einen Tropfen Wasser. Ich kann euch nicht verschaffen, was ihr von mir verlangt. Alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Restchen Wein, Fidelio. Hier, hier. Wer ist das? Mein Schließer und in wenig Tagen mein Eidam. Es ist freilich nur wenig Wein, aber ich gebe ihn euch gerne. Du bist ja ganz in Bewegung. Wer sollte es nicht sein, Meister? Hier selbst. Ja, ja. Es ist wahr. Der Mensch hat seine Stimme. Ja, sie dringt in die Tiefe des Herzens. Das geht nicht an. Es ist ja bald.
Es ist bereit. Ich gehe, das Signal zu geben. Gott, gib mir Kraft. Wo geht er hin? Ist das der Vollmutter meines Todes? Nein, beruhige dich, liebe Gefangene. Oh, mein Lenore. So soll ich dich nie wiedersehen. Mein ganzes Herz reißt mich zu ihm. Sei ruhig, sage ich dir. Was du auch hören und sehen magst, vergiss nicht, dass überall eine Vorsehung herrscht. Ja, ja, es herrscht eine Vorsehung. Ist alles bereit? Ja, die Zisterne braucht nur geöffnet zu werden. Gut. Aber der Bursche, da soll sich entfernen. Geh, geh, entferne dich. Ich? Muss ich nicht mit Dornen die Eisen abnehmen? Geh, geh. Soll ich ihm die Ketten abnehmen? Nein, aber schließ ihn vom Stein los. Die Zeit drängt. Ihr sterbe! Doch er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz verfleischt. Wir haben die gute Zeit zerrissen. Thank you.
Was hast du für mich getan? Nichts. Nichts. Mein Floß. Thank you.
Oh, God.